Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Display zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal hier weiter in diesem Untergrund unterwegs, haben Maria lebendig gefunden, tatsächlich, endlich, und genau, ich weiß, ich glaube, ich habe mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht, tatsächlich, wo man nochmal hingehen könnte. Und wir haben das ja auf der Karte da gesehen, dass es noch einen Bereich gibt, wo wir noch nicht waren. Ne, und das ist da vorne links da. Da ist noch so eine Tür. Da möchte ich jetzt noch einmal hin. Zurück. So. Gut, wieder raus hier. Wir müssen Maria mal wieder alleine lassen. So, hier ist... hier war die Geschichte mit dem Kopf, mit dem komischen Kopf. Und, genau, so, dann gehen wir nochmal dahin zurück, weil ich glaube, dass wir da weiter können. Weil wir haben ja jetzt so eine Schere gefunden. Ne, so einen, eine Drahtschere. Recht so zu schneiden von Drähten und elektrischen Kabeln. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das irgendwie versperrt war. Mit Drähten. Warte mal. Frage ist, gehe ich richtig? Ich gehe Gold richtig, sehr gut. Jawohl. Ah, ganz genau hier, Freunde. Genau das hier. Der gespannte Draht versperrt mir den Weg. Aber... jetzt. Ah, geht doch. Ich wollte schon sagen. Okay. Das heißt, wir kommen da rein. Eieieiei. Okay. Ich weiß nicht, wie viel der Speicherpunkt ist, aber wir haben eine neue Folge angefangen. Deswegen... Spiel gespeichert. So. Komplett neuer Bereich. Hier sind wieder normale Gegner, ne? Also eigentlich irgendwann... Ja, ist gut. Dann werde ich euch jetzt halt kaputt so kaputt machen. So, drauf trampeln. Boah, das ekelhafte Wasser hier, ey. Da geht's raus. Ach, guck mal, das geht hier weiter, okay. Hier geht's schon mal raus. Ist die Frage, wo sind wir? Wieder in einem... Alter, Schwede. Wieder in einem anderen Bereich. Nein, das war dumm. Da ist er doch. Aber lass ihn in der Ecke. Lass ihn da in der Ecke verschmoren. Hier geht's nochmal runter. Boah, was ist denn hier los? Langsam wird's verwirrend. Ohne Witz. Boah. Da ist wieder ein Gegner. Der versperrt uns den Weg. So. Einmal drauf trampeln. So. Boah. Total verwirrend. Hilfe. Aber zum Glück zeichnet ihr alles auf. Das ist echt eine Hilfe, James. Boah. Diese ekelhaften Zombies hier. So. Zum Glück zeichnet er alles auf, was er sieht. Und das finde ich gut. Okay. Okay, das kommt mir bekannt vor hier. Hier ist eine Ecke. Okay. Das hier kommt mir verdammt nochmal bekannt vor. Diese Stelle. Ja. Ah! Da ist ein Gegner. Eieiei. So. Diese Stelle kommt mir bekannt vor, nämlich da, wo wir Maria verloren haben. Diesen langen, langen Gang. Oh, da geht's auch nochmal. Alter, Schmiede, was ist hier los? Da geht's auch nochmal runter. Nochmal neu. Eieiei, also so langsam ist mal gut, würde ich sagen. Mit neuen Wegen. Was haben wir hier? Einfach nichts. Okay. Sehr interessant, ne? Aber gut, dann haben wir tatsächlich nur den einen... Ja, wobei, hier in diesem Bereich erstmal nur den einen Weg. Dann geht er runter. Eieiei. Ja, kotzt mich an, ist okay. Lad doch nicht nach! Ah, verdammt. So. Schon sind wir nicht mehr grün, aber es passt schon so.
Gut, schon wieder hier sowas. Aber hier ist dafür nur ein Gegner, oder was? Oh, Gottes Willen. So, Freunde, ja, es geht direkt wieder los hier mit der Action. Nochmal neu. Das sind zwei, was? Da ist Munition. Wartet mal, erstmal raus und wieder rein. Da ist Munition. Pistole. So, wartet mal. Sollen wir mal die Schrotflinte nehmen? Nee, eigentlich nicht. Das sind hier nur normale Gegner. So. Da ist der nächste schon. Ich sehe nichts, aber ich schieße einfach mal drauf. So, ey. Meine Güte. Hier ist eine. Och, das kann doch nicht wahr sein. Was? Was zur Hölle nochmal? Ich sehe keine bekannten Gebiete. Da ist nochmal eine Leiter. Ich verstehe es nicht mehr. Speicherpunkt auf jeden Fall. Gut. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Alter, ich bin erschrocken. Was ist das? Ach! Oh! Okay, wir rüsten. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Okay, spontaner Bosskampf. Wir rüsten die Schrotflinte aus. Okay. Schieß weiter drauf. Eieiei, lauf! Okay, heilen. Heil dich bitte. Puh, ey. Meine Güte. Nochmal dieser Lippenboss nochmal. Okay. Und sie nennt ihn Daddy. Das ist. So. Einfach weiter drauf schießen, würde ich sagen. Einmal nachladen, genau. Okay. Ja, der ist ja ziemlich einfach tatsächlich. Man muss halt immer in Bewegung bleiben. Und diese Dinger da oben, das macht mich irgendwie auch nervös. Ah, shit. Verdammt. Alter. Ja, danke. Lass mich in Ruhe, wirklich. Du bist ekelig. Ah. Ah, ich glaube, wir haben mich schon erledigt. Mein Gott, ey. Boah. Are you okay? Ja, es war klar. Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me. You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else.
That's ridiculous. I never. Oh mein Gott, was ist mit Angela passiert? Das Ding hier soll ihr Vater gewesen sein? Und was sind das für Dinger da oben? Oh mein Gott. Und ihr Vater soll sich vergewaltigt haben? Eieiei. Boah, ziemlich krass gerade. Ich möchte hier aber raus. Lass mich raus. Okay, hier liegen überall Zeitungen verstreut. Und jetzt sind wir hier wieder in so einem... Ach, nein. Wow! Was ist das denn alles? Was? Dieser Mann wurde wegen Diebstahls gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Okay. Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt. Oh, das wird doch immer bescheuerter hier. Dieser Mann wurde wegen Entführung gehängt. Wegen Betrug. Okay, ach Gott. Lass mich einfach hier raus. Was soll denn das, ey? Ich hab doch keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Es ist einfach so verwirrend. Okay. Was? Nein! Um Gottes Willen. Hör doch auf. Notice. Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste... Was? Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Das lasse ich erstmal. Ich würde mich ja erstmal nochmal weiter umschauen hier. Hier geht ja alles auf. Okay, hier ist... Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgenommen werden. Ja, dann nimm sie ab. Aber es geht nicht, ne? Nee. Okay, das heißt, wir sind irgendwo an dem Ende angekommen. Sehr gut. Okay, dann lass dann nochmal zurück. Ich möchte nämlich alles tatsächlich mitnehmen. Und hier mache ich erstmal nichts, sondern ich gehe... Zurück, ja. Zurück. Und, meine Güte. Was mit Angela passiert ist, das ist schon sehr krass, ja. So, Speicherpunkt. Genau. Jetzt leben die hier natürlich wieder, ne? Ich probiere das mal, wartet mal. Sind die da mit einem Schlag wahrscheinlich kaputt, ne? Aber... Das ist mir zu langsam, deswegen... Einfach Pistole. So, wo waren wir denn? Ja, okay. Wir waren hier ja auch noch nicht überall. Ah doch, hier sind wir hergekommen, okay. Alles klar, das heißt, wir können hier... Ich möchte nämlich alles tatsächlich sehen und mitnehmen. Da. Oh nein! Nein, 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 lass mich vorbei. Lass du mich mal bitte vorbei. Boah. Blöder Pyramid-Head. Ich hab deine Waffe geklaut. Och nö. Okay, aber jetzt bin ich wieder... Am Anfang? Ist das am Anfang? Nee, das ist nochmal woanders. Ah, cool. Munition gefunden. Seht ihr das? Schönes Secret genommen. So, Ach, nicht wieder dieser blöde Pyramid-Head, ey. Muss der jetzt überall hier rumlaufen? Okay, aber ich denke, dem kann man gut ausweichen, tatsächlich. Ist das hier sein Versteck, oder was ist los? Warum läuft er hier überall rum? Okay. Höchst interessant, tatsächlich. So, ich glaube, wir haben jetzt nur noch die beiden Wege, ne? Zwei Wege zur Auswahl. Nehmen wir hier. Da sind wir wieder an einem Speicherpunkt. Kommt man überhaupt noch irgendwie zurück? Ich habe da nämlich einige Bereiche übersehen. Ja,
Hier kommt man zurück. Okay. Puh. Dann bitte einmal zurück. Und dann jetzt nochmal... Ah, genau. Das sind schnelle Schritte. Das könnte ein Zombie sein. Und nicht der blöde Pyramid-Head. Ja, das ist einfach nur ein Zombie. Da ist keine Leiter. Ah, hier ist nur Dead End, oder was? Ja, okay. Gibt's hier irgendwie Munition? Ich bin so itemgierig, ne? Aber nee, auch nicht tatsächlich. Okay, das heißt, wir können nochmal zurück. So langsam schließt sich der Kreis so ein bisschen. Das ist gut. Okay, ja, hier waren wir beim letzten Mal. Okay. Ich muss mir nur den Weg merken. Das ist, gut. So, hier haben wir auch dann jetzt wieder. Genau, einmal hier vorbei. Das war ja dann hier vorne, genau. So, hier waren wir auch. Hier haben wir auch alles durchgeforstet schon, ne? Aber ich möchte trotzdem wissen, was hier noch gebacken ist. Deswegen gehe ich hier nochmal die andere Leiter hoch. Wie ein Labyrinth hier, echt, ey. So. Ja, genau. Hier durch, bitte. Wie ein Labyrinth. So. Und dann haben wir hier auch alles. Ja, genau. Was ein langer Weg, ne? Jetzt haben wir hier rechts oder links. Das ist ja ganz toll jetzt. Wohin geht's hier? Oh, wo muss man sich erstmal zurechtfinden? Ah, okay. Oder? Hä? Hier ist einfach nichts. Wow. Gibt's hier nicht wenigstens Munition in der Ecke oder so? Hier ist einfach nichts. Okay. Ah, wahrscheinlich die andere Seite. Ja. Die andere Seite von den zwei Leitern. Okay. Das heißt, da ist nichts. Das heißt, wir können da vorne weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. sehr interessant gemacht, auf jeden Fall. Muss ich sagen. Ich hoffe, es gefällt euch auch soweit, das Projekt. Und hier sind wir wieder am Anfang. Okay, sehr gut. Das heißt, wir können zurück. Okay, beziehungsweise wieder an den Speicherpunkt. Okay, das heißt, wir haben hier alles erledigt, quasi. Okay, dann... Ah, die lasse ich jetzt leben. Den lasse ich jetzt einfach leben. Wenn der immer wieder aufsteht, dann mein Gott. So, dann wohin weiter? Aber nach links herum. Also hier. Mein Gott, ey, wie soll man sich denn hier zurechtfinden ohne Karte? Ja, Zombie, du lebst wieder natürlich und stehst natürlich genau im Weg. Warum steht hier immer wieder auf? Das ist doch bescheuert. So, hier wieder hoch. Und dann bin ich froh, dass wir das alles durchgeschafft haben hier. So, und dann hier wieder vorbei. Und dann hier wieder rein. Meine Güte, was ein Labyrinth. Ach. Und dann, genau. Hier raus und dann links. Dann wieder links. Und dann war das doch hier, ne? Ja, das war hier, genau. Da brauche ich echt die Karte. Stellt euch mal diesen Bereich ohne Karte vor. Das wäre extrem heftig, ja. So, dann hier. Und dann sind wir jetzt wieder ganz in der Nähe. Ah, ich glaube. Das war das hier schon, ne? Ich glaube. Das war hier schon, ja. Ja, Speicherpunkt. Gut. Ja, wunderbar, Mensch. Okay, Angel. Ah, was? Überall an den Wänden und dem Boden sind Zeitungen. Es scheint aber alles uninteressant zu sein. Diese hat aber das heutige Datum. Das ist irgendwie seltsam. Ja, das finde ich auch. Kann man hier jetzt nochmal rein? Oh, hier kann man nichts mehr tun. Okay. Ja, nee, falsch.
geht's weiter. So, dann gucken wir doch mal. Nochmal nach diesem Rätsel, ja. Okay, also da ist ein Krimineller. Oben in der Mitte. Da ist ein Krimineller, da ist ein Krimineller und da ist ein Krimineller. Okay, das ist ja relativ einfach. Aber wartet mal, ich glaube, diese Räume sind spiegelverkehrt. Okay, das heißt, ich habe schon eine Idee. So, was? So, hier. So, tote Männer baumeln in einem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? Was? Die Zungen blau und das Gesicht aschgrau. Wie sie sich drehen und wiegen, oh schau. Der erste ermordete den Metzgermann, briet ihn in der großen Pfanne. Eieiei. Dann serviert ihn seinen hungrigen Gästen. Kannibalismus, ja. Und gab auf ihre Bitten Nachschlag zum Besten. Der nächste mit Lachen und Zuckerwerk stahl arme Kinder von den Straßen am Berg. An Männer in gar widerlicher Kleidung verkaufte er die Braven als deren Sklaven. Eieiei. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck. Der Tropf. Am Morgen ist er im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit seinem Bier, mit Bier gefüllt den Kopf. Was ist das, ey? Der Künstler mit der sicheren Hand, mit Geldscheine jetzt für Pfand und Tand. Was? Das verstehe ich nicht, aber gut. Aber der Regen war sein Verderben, die Tinte rann, sein Leben liegt in Scherben. Schönes Gedicht. Mit dem Versprechen eines großen Eintrags nahm er Gold, das er nicht verdient, des Tages hortet und packt es fort. Okay. So sacht verschwand still und heimlich in der Nacht. Zu Asche verbrannt, zwei Häuser und ein Haus. Der Sheriff weiß nicht, ein noch aus Sicht, einen Fremden in der Stadt mit Vase. Sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase. Was? Tote Männer baumeln in einem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? 6 Fuß lang und 6 Mann breit, um ihren Hals die Schlinge liegen bereit. Was ist denn? Okay. Wir ziehen mal das hier. Wahrscheinlich fallen wir dann runter oder so. Das passiert einfach nichts. Okay. was ist das hier? Das ist ja merkwürdig. Ja, dann sieh einfach. Ich weiß ja nicht. Also, das ist in der Tat echt merkwürdig. So. dann hier. Nochmal dran ziehen. Ach Gott. So. Naja. Okay, ich weiß ja nicht, was das jetzt hier auf sich hat mit, ne? Nur der. Ja, es sieht hier wieder das Normale. Dann zieh nochmal dran. Okay. Okay, das ändert sich immer. Schaut euch das an. Nur der ohne Sünde ist, Kanti. Ach, okay. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung. Nur der ohne Sünde ist. Wartet mal. Nur der ohne Sünde ist. Das heißt, wir müssen den finden, der unschuldig ist. Ach. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal, suchen wir doch mal nach dem Unschuldigen. Der ist was? Hier wieder raus und wieder rein. warum ist jetzt auf einmal ein Gegner? Wurde wegen Fälscherei. Okay. Diebstahl?
Brandstiftung. Dieser Mann wurde was? Wegen was? Mordes, oha. Wegen Entführung? Wegen Betrug. Hier ist kein Unschuldiger, hä? Wegen Fälscherei. Hä? Fälscherei könnte das ein Unschuldiger sein? Okay. Okay, das ist jetzt ein interessantes Rätsel hier. Aber wartet mal, ich glaube. Vorne links, also Richtung Tür. Das heißt, man muss dann. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Da, hier brauche ich jetzt keine Gegner. Hier muss ich mich konzentrieren. Da ist noch ein Gegner. Warum sind hier so viele Gegner jetzt? Na. Oh, noch einer. Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Okay. Alter. Ey, dreh drauf. So. Okay, also das erste an der Tür müssen wir dann einmal anheben. Hier, das hier. So. Okay, das ist der Typ wegen Fälscherei. So. So. Okay. Okay. Und jetzt? Hä? Och nee. Lass mich in Ruhe. Mann. Den habe ich nicht richtig kaputt gemacht, scheinbar. Und jetzt? Nee. Die sind doch. Keiner ist hier unschuldig. Fälscherei, Diebstahl? Brandstiftung? Ah. Dieser Mann. Okay, nee. Mord, Entführung und. Was ist das hier für einer? Betrug, ja. Fälscherei. Sehr merkwürdig. Okay. Gut. Also. Was ist denn? Was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Toll. Ja, jetzt kommt sie ja wieder an. Ich glaube, das ist. Alter, ich glaube, das ist, wenn man was falsch macht oder so. Ja, aber das hier, das ist ja. Keine Ahnung. So. Nur der ohne Sinn ist, kann dir helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auch. Das verstehe ich nicht. Also das hier ist jetzt ein Rätsel, was man tatsächlich machen muss. Ne? Und na Gott sei Dank. Die Uhr hat geklingelt. Das heißt, die Folge ist vorbei. Das heißt dann, ich kann in der nächsten Folge nochmal überlegen, wie wir das hier machen können. Ne? Alles klar. Gut, Freunde. Ich probiere da mal ein bisschen rum bis zur nächsten Folge. Und ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gut, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Es ist gerne weiter den Kanal. Und jo, ich sehe weiter, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.